Gedanken verloren löffelte er Zucker ins Glas und rührte um. Sie haben dir nicht erzählt, dass du nicht ihr leibliches Kind bist? fragte Tatjana einigermaßen fassungslos. Moritz schüttelte den Kopf. Ich habe es durch Zufall erfahren. Verlegen kaute er auf der Unterlippe. Schließlich war es sein übervolles Herz, das nach Erleichterung verlangte. Wir sind erst vor kurzem hierhergezogen. Vor dem Umzug hat mich mein Vater, ich meine Bernhard, gebeten, etwas aus dem Büro zu holen. Die Kisten waren schon gepackt, und ich musste ein bisschen herumsuchen. Natürlich habe ich den falschen Karton erwischt, bei der Gelegenheit sind mir die Adoptionspapiere in die Hände gefallen. Sensibel und empathisch wie Tatjana nun einmal war, konnte sie sich lebhaft vorstellen, welcher Schock diese Entdeckung für den jungen Mann gewesen sein mochte. Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen? Sie kennen meine Mutter nicht. Ein trauriges Lächeln huschte über Moritz Gesicht. Sie ist die Übermutter schlechthin. Ihre Fürsorge hätte auch für drei Kinder gereicht. Während er über Natascha nachdachte, trank er einen Schluck Milchkaffee. Ich hätte ihre heile Welt zerstört. Das habe ich nicht übers Herz gebracht. Aber es muss doch schrecklich gewesen sein, so ein Geheimnis mit sich herumzutragen. Tatjana war voller Mitgefühl. Ja, schon irgendwie, gestand Moritz leise. Seit ich das weiß, denke ich Tag und Nacht darüber nach. Eines Morgens bin ich aufgewacht und hatte diese neurologischen Ausfälle Sehstörungen, Taubheitsgefühle in den Extremitäten, Lähmungserscheinungen, das ganze Programm. Tatjana nickte wissend, das war die Erklärung für seinen schleppenden Gang, die ungelenken Bewegungen. Warst du bei einem Arzt? Einem? Moritz lachte unfroh. Meine Mutter ist mit mir von Pontius zu Pilatus gelaufen, Anfangs hatte ich natürlich auch Angst, schwer krank zu sein. Als die Ärzte aber nichts herausgefunden haben, war mir klar, womit das zusammenhängen muss. Ich habe im Internet nachgeforscht, dort habe ich gelesen, dass ich unter einer Konversionsstörung leide. Damit meint die Medizin das Verdrängen von unerträglichen psychischen Zuständen auf die körperliche Ebene. Nachdenklich hatte Tatjana den Bericht des unglücklichen jungen Mannes gelauscht.